Hammermechanik wie im Klavier, sondern sogenannte Springer, die an der Seite zu viel stehen hier unter dem Bein. Und dann wird von diesem weißen Teilseite angezupft. Das waren früher Vogelfedern, viele aus Raben oder Gänsefedern genommen. Im Lateinischen nennt man diese Dorne auch Spina. Das heißt, das ist die Spinette, die genauso klingen, nur eine andere Form haben. Spinette sind halt nicht die Verlängerung der Pachte, sondern irgendwie so schräg weg, sind ein bisschen kleiner gebaut, klingen aber genauso wie ein Cembalo. Das Problem bei all diesen Instrumenten ist, dass man nicht laut und leise spielen kann durch den Druck der Finger. Wenn ich stark drücke, so, oder schwach, so, ist nicht laut und nicht leise. Deshalb hat man hier vier Register, wie bei der Orgel, wo man mit den Registern verschiedene Saiten reinschaltet, kann man hier verschiedene Saiten reinschalten. Hier sind zwei in der normalen Länge, hier eine kürzer, fünf an der Seite. Hochschalten, dann greifen die Springer an der Seite vorbei ins Leere. Und dann so. Jetzt schalte ich mal alle Seiten an. Dann hören wir, wenn ich ganz langsam drücke, Pro-Taste drei Töne. Zuerst die kurze Seite, dann zwei in der normalen Länge. Normalerweise drückt man ja ganz schnell, so. Und das war ein kräftiger Ton. Aus drei einzelnen Seiten. Nur eine Seite, ich bin ein bisschen leiser. Wenn wir mal das Wechselspiel zwischen Unton und Hoch und Manual und einem Cembalo